Kapitel 11, Abschnitt 9. Die Wirklichkeit und die Rettung. Glaubt ihr wirklich, dass ihr den Sohn Gottes töten könnt? Der Vater hat seinen Sohn sicher in sich selbst verborgen und ihn von euren zerstörerischen Gedanken weit ferngehalten. Ihr aber kennt ihretwegen weder den Vater noch den Sohn. Ihr greift die wirkliche Welt jeden Tag, jede Stunde und jede Minute an und seid dennoch überrascht, dass ihr sie nicht sehen könnt. Sucht ihr nach der Liebe, um sie anzugreifen, werdet ihr sie niemals finden. Denn wenn Liebe miteinander teilen ist, wie könnt ihr sie dann finden, außer durch sie selbst? Bietet sie an und sie wird zu euch kommen, weil sie zu sich selbst hingezogen wird. Bietet hingegen Angriff an, so wird die Liebe euch verborgen bleiben, denn sie kann nur im Frieden leben. Gottes Sohn ist so sicher wie sein Vater, denn der Sohn kennt den Schutz seines Vaters und kann nicht fürchten. Die Liebe seines Vaters hält ihn in vollkommenem Frieden, und da er nichts braucht, bittet er um nichts. Doch er ist fern von euch, dessen selbst er ist, denn ihr traft die Wahl, ihn anzugreifen, und er entschwand aus eurer Sicht in seinem Vater. Nicht er hat sich verändert, sondern ihr. Denn ein gespaltener Geist, nebst all seiner Werke, ist nicht vom Vater erschaffen worden und könnte in der Erkenntnis seiner gar nicht leben. Als ihr das, was nicht wahr ist, sichtbar machtet, wurde was wahr ist, unsichtbar. Doch kann es nicht an sich unsichtbar sein, denn der Heilige Geist sieht es mit vollkommener Klarheit. Es ist für euch unsichtbar, weil ihr etwas anderes betrachtet. Doch liegt es ebenso wenig bei euch zu entscheiden, was sichtbar und was unsichtbar ist, wie es bei euch liegt zu entscheiden, was die Wirklichkeit ist. Das, was gesehen werden kann, ist, was der Heilige Geist sieht. Die Definition der Wirklichkeit ist Gottes, nicht eure. Er hat sie erschaffen und er weiß, was sie ist. Ihr, der ihr es wusstet, habt es vergessen, und hätte er euch nicht einen Weg gegeben, euch zu erinnern, hättet ihr euch selbst zur Vergessenheit verurteilt. Aufgrund der Liebe eures Vaters könnt ihr ihn niemals vergessen, denn niemand kann vergessen, was Gott selbst in seine Erinnerung legte. Ihr könnt es verleugnen, aber nicht verlieren. Eine Stimme wird auf jede Frage, die ihr stellt, antworten, und eine Schau wird die Wahrnehmung all dessen, was ihr seht, berichtigen. Denn was ihr unsichtbar gemacht habt, ist die einzige Wahrheit, und was ihr nicht gehört habt, ist die einzige Antwort. Gott möchte euch wieder mit euch selbst vereinen und hat euch in eurer Not nicht im Stich gelassen. Ihr wartet nur auf ihn und erkennt es nicht. Doch die Erinnerung an ihn leuchtet in euren Geistern und kann nicht ausgelöscht werden. Sie ist so wenig vergangen, wie sie zukünftig ist, da sie auf ewig immer ist. Ihr braucht nur um diese Erinnerung zu bitten, und ihr werdet euch erinnern. Doch die Erinnerung an Gott kann nicht in einem Geist leuchten, der sie unsichtbar gemacht hat und es so beibehalten will. Denn die Erinnerung an Gott kann nur in einem Geist heraufdämmern, der beschließt, sich zu erinnern und der das wahnsinnige Verlangen aufgegeben hat,
die Wirklichkeit zu kontrollieren. Ihr, die ihr nicht einmal euch selber kontrollieren könnt, solltet schwerlich anstreben, das Universum zu kontrollieren. Schaut euch nur an, was ihr daraus gemacht habt, und freut euch, dass es nicht so ist. Sohn Gottes, gib dich nicht mit nichts zufrieden. Das, was nicht wirklich ist, kann nicht gesehen werden und hat keinen Wert. Gott könnte seinem Sohn nicht das anbieten, was keinen Wert hat, noch könnte sein Sohn es empfangen. Ihr wurdet in dem Augenblick erlöst, in dem ihr glaubtet, ihr habet ihn im Stich gelassen. Alles, was ihr gemacht habt, ist nie gewesen und ist unsichtbar, weil der Heilige Geist es nicht sieht. Doch was er sieht, ist euch zu schauen gegeben, und in seiner Schau ist eure Wahrnehmung geheilt. Ihr habt die einzige Wahrheit unsichtbar gemacht, die diese Welt enthält. Und da nichts euch teuer war, habt ihr nichts gesucht und nichts gefunden. Weil ihr nichts für euch wirklich gemacht habt, habt ihr es gesehen, aber es ist nicht da. Und Christus ist unsichtbar für euch aufgrund dessen, was ihr für euch sichtbar gemacht habt. Doch es spielt keine Rolle, wie viel Abstand ihr versucht habt, zwischen euer Bewusstsein und die Wahrheit zu legen. Der Gottessohn kann gesehen werden, weil seine Schau geteilt wird. Der Heilige Geist sieht ihn an und sieht nichts anderes in euch. Was für euch unsichtbar ist, ist in seiner Sicht vollkommen und umfasst sie vollkommen. Er hat sich eurer erinnert, weil er den Vater nicht vergessen hat. Ihr habt auf das Unwirkliche geschaut und Verzweiflung gefunden. Doch da ihr das Unwirkliche gesucht habt, was sonst konntet ihr finden? Die unwirkliche Welt ist ein Ding der Verzweiflung, denn sie kann niemals sein. Und ihr, der ihr Gottes Sein mit ihm teilt, könntet euch niemals ohne die Wirklichkeit zufrieden geben. Was Gott euch nicht gegeben hat, hat keine Macht über euch. Und die Anziehungskraft der Liebe auf die Liebe bleibt unwiderstehlich. Denn die Funktion der Liebe ist es, alle Dinge zu sich zu vereinen und alle Dinge dadurch zusammenzuhalten, dass sie ihre Ganzheit ausdehnt. Die wirkliche Welt wurde euch von Gott gegeben im liebevollen Austausch gegen die Welt, die ihr gemacht habt und die ihr seht. Nehmt sie nur aus Christi Hand entgegen und schaut sie an. Ihre Wirklichkeit wird alles andere unsichtbar machen, denn sie anzuschauen ist totale Wahrnehmung. Während ihr sie betrachtet, werdet ihr euch erinnern, dass sie immer so war. Das Nichts wird unsichtbar, denn ihr habt endlich wahrhaft gesehen. Erlöste Wahrnehmung lässt sich leicht in Erkenntnis übersetzen, denn nur die Wahrnehmung ist es irrtumsfähig, und die Wahrnehmung ist nie gewesen. Da sie berichtigt ist, macht sie der Erkenntnis Platz, die immerdar die einzige Wirklichkeit ist. Die Versöhnung ist nur der Weg zurück zu dem, was nie verloren war. Euer Vater könnte niemals aufhören, seinen Sohn zu lieben.